und ich begrüße dich zu einer weiteren Folge von Schoolmans Classroom. Heute eine Deutschfolge für die dritte, vierte Klasse und natürlich auch für alle, die Deutsch als Zweitsprache oder als Fremdsprache lernen. Heute geht es um eine Zeitform und zwar um eine Zeitform, die gar nicht so ganz einfach ist. Es geht um die Vergangenheit bzw. das Präteritum. Gerne auch das Wort Präteritum verwenden, denn ich denke, das ist so der beste Fachbegriff, der auch am meisten Eindruck macht im Unterricht. Das ist zumindest meine Meinung. Okay, in den Übungen werde ich noch so ein bisschen die 10 wichtigsten regelmäßigen Verben ein bisschen näher bringen, die natürlich dann regelmäßig sind. Unregelmäßige Verben haben wir natürlich auch im Deutschen. Das sind die starken Verben, wo sich der Wortstamm verändert. Das habe ich hier in der Folge 50, 51 auch nochmal gemacht. Schwache Verben und starke Verben. Allerdings so ein bisschen im Schnellgang. Heute schauen wir uns nochmal ganz explizit und ganz detailliert das Präteritum an. So, mit 3 Folgen habe ich mir überlegt. Gar nicht wahr, nicht mit 3 Folgen, mit 3 Regeln. Mit 3 Regeln werde ich dir das heute ein bisschen näher bringen, sodass du dieses Thema in den Griff bekommst. So, und zwar die erste Regel. Ich habe das so ein bisschen gemacht mit Fragewörtern, um dann so ein bisschen für dich da noch ein bisschen mehr Ordnung und auch Wörter reinzubringen, wo du so ein bisschen dann auch im Kopf behalten kannst. Also, erste Regel ist das Was. Und zwar der Begriff. Der Begriff. Was ist denn das eigentlich? Aha, das ist der Begriff. Das ist ja die Zeit vom Vergangenheit. Und wir haben hier das Präteritum. Und das ist hier mein Favorite. Das ist hier mein Lieblingsbegriff. Du kannst auch sagen Vergangenheit im Perfekt oder im Österreichischen auch das. Die Mitvergangenheit, das kannst du auch machen, aber mit dem Begriff Präteritum, das heißt Präsens, die Gegenwart, und Präteritum, denke ich, fährst du eigentlich am besten. Also erste Regel zum Begriff Was, wie nennen wir das denn eigentlich? Der zweite Begriff ist das Wann. Wann verwenden wir das Präteritum? Also das Präteritum bezieht sich auf Vergangenes, auf etwas, das abgeschlossen und vorbei ist, in der Vergangenheit. Darauf bezieht sich das Präteritum. Und hier müssen wir gleich ein kleines Vorsicht einschieben, denn im Deutschen, in der gesprochenen und in der geschriebenen Sprache verwenden wir das ein bisschen unterschiedlich. Also in der geschriebenen Sprache Vergangenes ganz klar das Präteritum. In der gesprochenen Sprache, in so easygoing Gesprächen mit den Kumpels, dann nehmen wir das Perfekt. Das Perfekt werde ich in einer weiteren Folge machen, aber damit du da dich nicht irritiert bist, denn in der gesprochenen Sprache nehmen wir das Perfekt. Gestern habe ich eine Pizza gegessen. Aha, das ist das Perfekt, dass du das schon mal weißt. Okay, und jetzt, ganz wichtig, die dritte Regel. Wir hatten das Was, wir hatten das Wann und jetzt kommt das Wie. Wie wird es gebildet? Und da müssen wir ein bisschen genauer hinschauen. Ich habe dir schon mal was vorbereitet mit dem wichtigen Verb Spielen. Ein regelmäßiges Verb und wir schauen uns das mal ein bisschen genauer an und dann werden wir die dritte Regel ein bisschen besser in den Griff kriegen. Also, was passiert hier eigentlich im Präsens? Ich spiele, ich spielte, du spielst, du spieltest, er, sie, es spielt, er spielte, sie spielte, es spielte. Hier haben wir das Sie in der Einzahl, das kann ich hier gerne nochmal kurz vermerken. Wir spielen, wir spielten. Ihr spielt, ihr spieltet. Sie spielen, sie spielten. So, das ist nämlich gar nicht so einfach. Deswegen habe ich versucht, das für dich so ein bisschen zusammenzupacken. Siehst du schon an den verschiedenen Farben, beziehungsweise hier am Wortende, da müssen wir genau hingucken. Was passiert denn hier einfach? Also, du hast Folgendes. Das ist jetzt die dritte Regel, das Wie. Bei ich, bei wir und bei sie in der Mehrzahl. Da schiebt sich ein T nach dem Wortstamm ein. Aus ich spiele wird ich spielte. Das T an der letzten Silbe am Anfang. Ich spielte. Das gleiche haben wir bei wir. Wir spielen, wir spielten. Und bei sie, sie spielen, sie spielten. Also bei ich, wir und sie ein T nach dem Wortstamm. Schiebt sich dort rein. So, du spielst, du spieltest. Auch hier schiebt sich was rein in der letzten Silbe und zwar ein T und ein I. Du spielst, du spieltest. Aha, wir haben also einmal das Phänomen, dass sich ins Wort, und zwar am Wortende, was reinschiebt.
und damit die Endung verändert. So, dann schauen wir mal ein bisschen genauer hin. Er spielte, sie spielte, es spielte. Das ist eigentlich ganz einfach. Ein I wird einfach hinten angefügt. Also bei er, sie und es einfach ein E am Wortende. Das gleiche Phänomen haben wir bei ihr spielt, ihr spieltet, nur dass sich dort nicht nur ein E, sondern ein E und ein T ans Wortende anfügt. Das heißt, du hast also zwei Phänomene im Prinzip. Einmal, das ist immer am Wortende, einmal schiebt sich was rein, und zwar ein T, oder bei dem Du ein T und ein E. Und einmal hast du, dass sich die Wortendung, also nicht was angefügt wird, und zwar ist das bei er, sie, es das E und bei ihr ist es ein E und ein T. Ich finde eigentlich, dass ich, wir, sie und er, sie, es ist eigentlich ganz okay. Und bei diesen hier müssen wir ein kleines bisschen aufpassen und einfach mal ganz kurz ein bisschen auf die Bremse gehen und kurz überlegen. Und das ist auch, diese beiden sind auch für Muttersprachler gar nicht so einfach. Also dort kurz überlegen, weil es teilweise für viele so vorkommt, dass es komisch klingt. Dass es wirklich ein bisschen komisch klingt. Okay, so, drei Regeln. Erste Regel, was, und zwar der Begriff und das Wort Präteritum, das bitte merken und auch anwenden. Da wirst du die Lehrer mit beeindrucken. Das Wann, wann wird es verwendet? Wenn man sich auf etwas Vergangenes bezieht, natürlich, Vorsicht, gesprochene Sprache, geschriebene Sprache. Geschriebene Sprache, Präteritum, in der gesprochenen Sprache verwenden wir hier das Perfekt. Kommt nochmal eine Folge, aber das musst du jetzt schon mal wissen, sonst wunderst du dich. So, und die dritte Regel ist das Wie. Und da müssen wir gucken auf die Personalpronomen. Und da haben wir zwei Phänomene. Und zwar einmal, dass sich das was einschiebt, und zwar ein T oder ein T und ein E nach dem Du. Und dass sich das Wortende, das hinten was angefügt wird, das ist bei er, sie, es ein E und bei ihr ist es ein E und ein T. So, und jetzt genug geredet, jetzt gehen wir in die Anwendung, denn nur über die Übung wirst du besser und kriegst du diese Sache in den Griff und so schlimm ist das gar nicht. Okay, dann geht's in die erste Übung. So, und dann kommen wir zur Übung. Ich habe dir nochmal hier, wie ich finde, die 10 wichtigsten für den Anfang, die 10 wichtigsten regelmäßigen schwachen Verben mitgebracht, mit denen du am Anfang sozusagen in die Sprache starten kannst. Und ich finde, das sind machen, sagen, leben, fühlen, lachen, hören, wohnen, setzen, kaufen und malen. Ich habe ganz bewusst die Hilfsverben, die Modalverben erstmal rausgelassen. Die sind natürlich auch ja, sehr, sehr wichtig. Aber mit diesen hier können wir erstmal ganz gut arbeiten, denke ich. So, ich habe dir die Übung mitgebracht, eine Einsetzübung. Es geht also um das Präteritum. Und dann schauen wir mal. Wir erinnern uns, drei Regeln. Das eine war das Was, das heißt der Begriff Präteritum, ist es bitte Vergangenheit, können wir auch sagen, Imperfekt können wir auch sagen, mit Vergangenheit im Österreichischen können wir natürlich auch sagen. Aber das Präteritum finde ich hier einen guten Fachbegriff, das darfst du dir gerne merken. So, das war dann die erste Regel, das Was. Dann kam das Wann als zweite Regel. Wann verwende ich denn das Präteritum? Na, ich verwende es dann, wenn ich mich auf etwas Vergangenes beziehe, was vorbei ist, was abgeschlossen ist. Und da müssen wir ein bisschen aufpassen, denn das bezieht sich vor allen Dingen auf die geschriebene Sprache. Da nimmst du das Präteritum. In der gesprochenen Sprache, das ist ein bisschen kompliziert und verwirrend, nehmen wir das Perfekt. Das zeige ich dir nochmal gesondert in einer weiteren Folge. Das ist also die zweite Regel. Was die erste, Präteritum. Dann das Wann die zweite. In der geschriebenen Sprache haben wir das Präteritum, ist ein bisschen aufpassen, in der gesprochenen Sprache mit dem Perfekt. So, und dann natürlich ganz wichtig, die dritte Regel, das Wie. Wie wird es gebildet? Und da müssen wir ein bisschen aufpassen. Also, wir haben so ein bisschen was, dass ein T oder ein TE eingeschoben wird. Ein bisschen bei den verschiedenen Personalpronomen müssen wir ein bisschen aufpassen. Also, und ich würde sagen, wir gehen jetzt einmal in die direkte Übung und dann machen wir nochmal an den Beispielen, gehen wir nochmal ein bisschen auf die dritte Regel ein. Okay, der erste Satz. Ich geschenke. Ich habe dir hier den Infinitiv hinten in Klammern eingetragen, also die Grundform Infinitiv gerne sagen und jetzt sollen wir es einsetzen für das Präteritum. Ich, und dann hast du
gerne ruhig mal laut sagen, das ist vielleicht die beste Übung, dann kannst du dich am besten selber überprüfen. Ich Geschenke kaufen sollst du einsetzen ins Präteritum. Ich kaufte Geschenke. So, und hier haben wir also ein eingeschobenes T. Ich mache hier so ein kleines Kreuzchen. Das ist hier also passiert bei dem Personalpronomen ich. So, dann die Nummer 2. Du, Punkt, 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 ein Bild. Malen sollst du jetzt hier einsetzen im Präteritum. Du maltest ein Bild. So, und dann haben wir aus du malst, du maltest. Du hast also hier bei dem du ein T und ein E eingesetzt nach dem Wort Stamm. So, dann kommen wir zum dritten. Er über den Witz und Lachen sollen wir hier einsetzen. Im Präteritum, in der Vergangenheit. Er lachte, sehr gut, er lachte über den Witz. Und was ist hier passiert? Aus er lacht im Präsens wurde hier ein E angehängt. Er lachte. Bei er, sie und es wird also ein E angehängt. Habe ich schon ein bisschen was verraten zur nächsten Übung. Sie, und zwar in der Einzahl hier, in der Stadt und wohnen sollen wir jetzt hier mit dem Personalpronomen Sie im Singular in der Einzahl einsetzen. Sie, sag's laut, genau, sie wohnte in der Stadt. Sie wohnte in der Stadt. Sie wohnt in der Stadt. Sie wohnte in der Stadt im Präteritum, also ein E angefügt. So, es, er, sie, es, wird immer so gerne so in einem Schwung genannt. Ihr großen Spaß, machen habe ich hier eingetragen im Infinitiv und das sollen wir jetzt hier einsetzen. Es, sag's laut, richtig, es machte ihr großen Spaß. Ein E wird einfach angefügt. So, dann kommen wir zu den Personalpronomen im Plural. Wir leben. Mal gucken, was jetzt passiert. Wir leben auf dem Land. Und dann sag's laut, richtig. Wir lebten auf dem Land. Und hier wird dann wieder das Wir leben auf dem Land. Wir lebten auf dem Land. Hier wird dann wieder das T nach dem Wortstamm eingefügt. So, dann kommen wir zu ihr. Setzen euch an den Tisch. Ihr setzen sollst du hier einsetzen an den Tisch. Ihr setzt euch an den Tisch wäre das Präsens. Ihr setztet euch an den Tisch haben wir hier im Präteritum. So, und hier wurde dann ein E und ein T angehängt. Ihr setzt und ihr setztet euch an den Tisch. So, sie in der Mehrzahl hören. Sie in der Mehrzahl. Sie, im Präsens wäre es, sie hören auf den Lehrer. Und hier haben wir sie hörten auf den Lehrer. Und dann hat sich hier auch wieder das T eingeschoben. Aha, das sind hier also unsere Regeln. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Also, es fügt sich hier ein T nach dem Wortstamm ein bei ich und bei, wann ist noch, wir und bei sie. Dann haben wir das du. Da haben wir ebenfalls hier noch ein Spiel, ein T und ein E, was sich einfügt. Und dann haben wir bei er, sie, es ein E als Endung und bei ihr ein E und ein T als Endung. Klingt ganz kompliziert, ist auch wirklich nicht so einfach, aber es kommt über die Übung, das verspreche ich dir. Also, was nimmst du mit? Die drei Regeln, Präteritum, den Begriff darfst du dir gerne merken. Das Wann, na wenn etwas vorbei ist, wenn etwas abgeschlossen ist, etwas vergangen ist, darum geht es ja hier und du musst aufpassen in der gesprochenen Sprache. Da verwenden wir das Perfekt. In der geschriebenen Sprache
das Präteritum. Ich mache das nochmal ganz kurz hier mit: Er lachte über den Witz, haben wir hier aufgeschrieben. Wenn man es jetzt erzählt, er hat über den Witz gelacht, dann ist es das Perfekt, da musst du ein bisschen aufpassen. So, und die Übungen mit den, ja, was sich hier verändert nach dem Wortstamm, das geht einfach über die Übung. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir zum zweiten Teil der Übung. Dann werde ich hier ein bisschen mischen. So, dann kommen wir zum zweiten Teil. Jetzt habe ich ein bisschen gemischt die Personalpronomen und wir schauen nochmal, welche Präteritumsform hier rein muss. Du sagen ist hier der Infinitiv, es der Freundin. Du Präsensform ist sagst und dann haben wir die Präteritumsform genau, sagst einmal laut, dann kannst du es überprüfen. Du sagtest es der Freundin, ganz genau. So, fühlen. Er sich gut heute. So, fühlen ins Präteritum. Wir haben zunächst die Präsensform. Er fühlt sich gut heute. Und jetzt sag's laut, Präteritum. Er fühlte sich gut heute. Also hier haben wir eingeschoben das T und das E und hier haben wir das E angehängt. Ich setzen und ich mich auf den Stuhl. Ich setze mich auf den Stuhl und ich setzte. Ich setzte mich auf den Stuhl. Ein E wird hier angefügt. Wir malen ist der Infinitiv in der Schule. Gerne wieder einmal laut sagen, wir malten, ganz genau. Wir malten in der Schule. So, dann ihr und lachen. Ihr lacht laut und die Vergangenheit, das Präteritum ist, ihr lachtet laut. Und der vorletzte Satz, dass sie in der Mehrzahl, das müssen wir immer dazu schreiben, sonst können wir es gar nicht auseinanderhalten. Sie leben in einem Haus. Das ist schon auch gleichzeitig die Präsensform. Sie leben in einem Haus. Wir brauchen aber die Präteritumsform. Sie lebten in einem Haus. Das T wird hier wieder eingefügt. Und zu guter Letzt hören es sich gut an. Präsensform ist, es hört sich gut an und dann die Präteritumsform musste nur was machen? Ein E anhängen, ganz genau. Es hörte sich gut an. So, ich hoffe, dass sich die Folge für dich auch ein bisschen gut anhörte, beziehungsweise gut angehört hat in der gesprochenen Sprache. Das ist perfekt, ist gar nicht so einfach. Und ich hoffe, dass dir es ein bisschen Spaß gemacht hat, auch wenn es ein bisschen, ja, gar nicht so einfach, ein bisschen kompliziert ist. Da muss man schon ein bisschen genauer hinschauen, gerade mit der Präteritumsform im Deutschen. Gerade wenn wir dann hier nochmal schauen, auch bei den starken Verben, wo sich dann was verändert. Bei den starken Verben verändert sich ja noch ganz viel mehr. Da muss man ein bisschen genauer hinschauen. Okay, das war's für den Moment. Ich würde mich freuen über den Daumen hoch bei der Bewertung und natürlich darüber, wenn du den Kanal abonnierst, damit ich mir auch weiterhin noch ganz, ganz viel für dich ausdenken kann. Okay, so long, bye bye, dein Online-Coach.